Raketenmotor. Aber er hat nie abgehoben. Aufgrund seiner Funktionsweise war er zu gefährlich. Gefährlich? Wie? Er würde alles im Umkreis von 1000 Meilen vergiften, wenn er je eingesetzt würde. Oh. Gehen wir weiter. Dieser Motor, war er für die Reise in den Himmel? Die Wahrsager sagten, die Ahnen konnten das. Ja. Londra hat mit Raumschiffen nach Ressourcen gesucht. Aber wieso gräbt man all das aus? Wir sollten der Spur folgen. Okay. Du hast es echt geschafft. Das muss Londras Wohnbereich gewesen sein. Genau im Zentrum seines Arbeitsplatzes. Mal sehen, was wir finden. Dieses Relikt. Ist das eine alte Waffe? Ein Geschenk von einem Freund. Denk dran, dir den Rücken freizuhalten. Wofür ist das? Londra ist ziemlich beeindruckend.
Tagebuch von einem der Quen. Und es enthält die Worte. Mein Volk betet Londra an. Ich dachte, sie wären ehrenhafter. Wenigstens können wir jetzt hier raus. Gehen wir zurück zu Brennig. Wohl noch eins seiner Unternehmen. Er wollte seine Finger überall im Spiel haben. Waren Babydinos süß oder schrecklich? Beides. Da ist ein Schloss an der Tür. Und eine Nachricht. Laut dem hier brauchen wir den Schlüssel von diesem Feather. Dann öffnen wir diese Tür und können von drinnen den Vulkan öffnen. Schnappen wir ihn uns. Hier wird angedeutet, dass Haare von den Quen gesammelt wurden. Und Nagelabschnitte. Eklig. Was hast du rausgefunden? Ich glaube, Londra sammelt und konserviert DNA-Proben der Quen in diesem Gerät. DNA? Sowas wie ein Speicher für die physische Essenz einer Person. Ich schicke dir später Daten darüber. Okay, schätze ich. Dann mal weiter. Thank you.
Meine Gründe gehen keinen was an. Und deshalb wirst du immer allein sein. Aloy, Nemesis ist keine Gefahr, die man im Alleingang besiegen kann. Ich bin dankbar für deine außergewöhnliche Unterstützung. Tja, Silence. Vielleicht räumen wir dein eisiges Herz noch auf. Mal sehen, was er gefunden hat. Silence hat recht. Londras Idee könnte uns wirklich im Kampf gegen Nemesis helfen.